Treppe, dann hier der nächste Stack kommt erstmal ran und schlafen gehen könnte ich auch mal, weil es wird ja langsam Nacht, wie es aussieht. Doch, das mache ich auch mal eben. So. Erstmal wieder nach unten und erstmal schön geschlafen. Und es gewittert sogar. Da gehe ich erst recht schlafen. So, da ist das Wetter auch gleich wieder ein bisschen besser. Dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Okay, den Zuckerrohr mache ich mal weg. Der stört ja nur die ganze Aussicht hier. Der wächst aber schnell. Hätte ich gar nicht gedacht von dem. Ja, ja, ich finde gar nicht mal, dass das jetzt so toll aussieht. Also sieht schon ein bisschen komisch aus, wenn ich da mal ehrlich bin. Finde ich schon ein bisschen, ja, ist ein bisschen semi. Ja, also ich finde, das sieht doch gar nicht mal so toll aus. Also ich muss mal überlegen, wie man das besser machen könnte. Oder vielleicht sollte ich das Dach doch ein nach unten setzen. Oder vielleicht fehlt da einfach nur etwas. Denn was man zum Beispiel machen könnte, ich probiere das mal eben. Vielleicht sieht es da ein bisschen besser aus. Ich könnte eigentlich mal hier Leitern gebrauchen. So, erstmal hier ein paar Leitern. So, hier 6 Leitern, das reicht ja erstmal. So, dann haben wir hier erstmal einen kleinen Aufstieg. Dann könnte man hier vielleicht so nach außen gehen. Dann könnte man hier einfach so den hier machen und dann könnte man hier einfach rausgehen. Das Dach wird dann natürlich auch wegkommen an dieser Stelle. Dann kann man hier zum Beispiel so ein kleines Fenster mit rein integrieren. So, ich mache das einfach mal nur testweise. Kann auch sein, dass ich das Ganze später wieder wegreiße. So, wir schauen uns das Ganze einfach nur mal eben an. So, dann brauche ich natürlich noch ein bisschen Erde. Dann gehe ich hier natürlich wieder nach außen und dann könnte man das vielleicht hier so machen. Ja, der war natürlich ganz falsch. Das soll natürlich nicht so sein. Ja, das war natürlich auch nicht das Beste. Komme ich hier jetzt nach oben zufällig? Oder man könnte das eigentlich noch kompakter machen. Ich glaube, es wäre sogar besser, wenn ich das noch ein bisschen kompakter machen würde. Zum Beispiel so hier. Dann kann ich das hier ja auch wegreißen. Eigentlich. So, Erde kommt hier auch mal weg und dann bringt man das ja einfach direkt an die Seite. So, und dann geht das hier nach außen und dann baut man das Ganze hier einfach so spitz zu nach oben. So, dann hier und hier und hier und das schließt dann auch da hinten an. So, da kommt natürlich auch noch einer hin und dann, aua, schauen wir uns das Ganze auch mal an. Okay, also ich finde, das sieht jetzt auch nicht so Bombe aus. Ja, weiß ich jetzt nicht, also da muss ich mal überlegen. Also irgendwas daran sieht falsch aus. Es sieht so aus, als ob das so ein bisschen vorstehen würde. Okay, ich glaube, das tut es sogar. Da habe ich mich so ein bisschen verkalkuliert. Okay, ich glaube, ich mache das nochmal hier richtig. Ich setze die Wand hier nochmal eine nach innen. Habe ich gar nicht gesehen, dass es jetzt vorgestanden ist. Okay, jetzt... ach Mist, jetzt hat das Fenster wieder minimiert. Also seit der neuen Grafikkarte minimiert der hier immer das Fenster. Das ist mega nervig. So, dann könnte man das zum Beispiel so machen. Hier kommt selbstverständlich das Dach weg. Und dann kann man sich das Ganze auch nochmal angucken. Ja,
Ja gut, das sieht jetzt aber auch ein bisschen blöd aus. Ja, oder sie sieht das... Ja, ich glaube, das kann man eigentlich doch machen. Also man könnte auch das Dach noch ein nach unten setzen. Oder vielleicht sieht es einfach so blöd aus, weil ich da diese Gegentreppen nicht angebracht habe. Ich glaube, das würde ich auch nochmal machen. Ich bringe nochmal eben diese Gegentreppen an von unten. Was ich ja auch mal machen könnte, ich könnte hier oben noch so einen Durchgang schaffen. Dann können wir da ganz easy lang gehen. So, dann kommt das Glas hier auch weg. So, hier kommen erstmal so ein paar kleine Gegentreppen hin. So, das sind dann hier erstmal die Gegentreppen. Habe ich Glas, dann mache ich auch nochmal so ein Fenster hier rein. So, und dann kann man hier noch Holz reinmachen. Dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. So, hier schön beide Beine gebrochen. Und dann gucken wir uns das nochmal an hier. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ich glaube, dann würde ich jetzt fürs Erste doch so machen. Ja, ich glaube, das geht eigentlich schon. Dann würde ich hier nochmal schauen, wie ich dann das Dach hier mache. Ich könnte auch ein paar neue Treppen gebrauchen eigentlich. Die mache ich mir auch mal. Aber ich glaube, das Dach, das steht noch zu weit vor. Ich glaube, das würde ich nochmal einen hier kürzen. Das ist dann doch ein bisschen zu übertrieben. So, dann kommt das hier erstmal weg. Dann müsste das eigentlich passen, wenn ich da richtig liege. So. Hier noch ein bisschen Bruchstein. Gut, okay, dann kann man das hier noch so weiterbauen. So, hier noch so ein bisschen und dann wird man hier einfach rum ums Eck gehen. So, das kann man natürlich auch von der anderen Seite machen. So, Erde habe ich ja noch ein bisschen. So, hier steht das Dach natürlich auch so ein bisschen vor. Das machen wir auch mal. So, hier noch ein bisschen provisorische Erde hin und... Ja, das ist natürlich auch ein bisschen blöd, immer diese ganzen Verbauer. Aber bei der Erde, da kann man das Fadenkreuz manchmal gar nicht so einfach erkennen. Das ist dann nicht immer so sichtbar. So, dann hier kommen dann noch die Holzbretter hin. So, und hier in der Mitte, ja, ist dann hier der Trenner von den beiden Fenstern. Obwohl die Fenster, die müsste man dann noch schmaler machen, glaube ich. Okay, der war natürlich falsch. Der kommt hier wieder weg. Oder was man auch machen könnte, man könnte ja auch so ein Dreierfenster hinmachen. Aber ich lasse es erstmal bei so zwei schmalen Fenstern. So, und dann wird hier natürlich auch nochmal das Dach hochgezogen. Okay, es muss aber natürlich auch noch ein weiter rausstehen. Das habe ich ja ganz vergessen. Aber das mache ich dann hier auch nochmal. So, bupp, bupp, bupp. Hier ein paar Treppchen. Da ist es wieder so schwer, da ranzukommen. Das ist immer so eine richtige Friebelei hier beim Dachbau. Da kann ich mir auch tausend Sachen vorstellen, die ich lieber machen würde, als hier ein Dach zu bauen. So, aber ich baue jetzt nicht das ganze Dach, sondern ich probiere hier einfach mal so ein bisschen herum. Das sind hier so ein paar kleine Spielereien, die ich da einfach mal mache. Ja gut, das war jetzt falsch. Der kommt natürlich hier weg. So, Treppen haben wir noch so ein bisschen. Wird bestimmt ausreichen für diesen kleinen Versuch, den ich hier vorhabe. Ja, natürlich wieder der Verbauer. Da verbaut man sich immer beim Dachbau, das ist aber mal garantiert. So, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Und dann geht das hier auch rums ums Eck. Rum ums Eck. So, hier und hier und hier und hier. So, den da und den da und den da hier auch mega spannend einfach. So,
hier ist irgendwas falsch, oder? Ach nein, das ist ja auch ganz richtig, genau, weil das hier eine ungerade Breite ist. Dann brauche ich ja noch für den Abschluss ein paar Slabs. Ein paar Tiefenschiefer-Slabs, die kann ich mir auch mal eben machen. So ein paar Tiefenschiefer-Fliesen-Slabs, immer diese schönen Begriffe. So, die Slabs haben wir jetzt auch, dann kann ich hier das auch mal abschließen. Ja, der kommt natürlich hier weg, der ist falsch. Und dann kommen hier mal die Slabs hin. Doch, der kommt da weg. Und dann hier schön wieder Beine brechen. Ich muss doch mal wieder was essen, ganz dringend. So, Steaks habe ich, ja. Okay, aber ich finde mit den schmalen Fenstern, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber generell, so kann man das machen. Dann kann man das System hier einfach auch auf der anderen Seite so übernehmen eigentlich. Kann man ja eigentlich schon machen. So, dann gehe ich jetzt erstmal schön schlafen. So schnell kann der Tag vorbei sein, wenn man nicht aufpasst. Ne, man passt einfach mal nicht auf und dann ist einfach Abend. So, hier geht es wieder nach oben. Gut, aber ich glaube, was ich machen muss, ich müsste dann eigentlich hier wieder nach außen gehen. Ja, das hier mache ich auch mal weg. Das muss ja auch nicht sein. Ich glaube, das muss ich dann anders machen, oder? Ja, wie könnte ich das Ganze denn machen? Vielleicht sehe es besser mit so einem Dreierfenster aus. Das schaue ich mal eben. Ja, obwohl, das sieht jetzt auch noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen öde aus. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mir das so gefällt mit dem Dreierfenster, aber ja, fürs Erste lasse ich das auch mal so. Und ich würde auch mal hier so die Gegenstufen anbringen, um das Ganze einfach mal zu checken, wie es denn damit aussieht. So, Los Erdos erstmal hier in die Hand genommen. So, hier bei schöner Klaviermusik hier so richtig intellektuell auch. Da kann man einfach mal schön das Dach bauen. So, und meine verehrten Zuschauer, willkommen hier beim geistigen Dachbau. Ja, man kann nicht nur physisch ein Dach bauen, sondern auch geistig. Man kann sein eigenes Dach bauen in seinem eigenen Geiste. Ja, das ist sehr intellektuell hier. Wir sind ja auch ein sehr intellektuelles Publikum. So, denn man kann auch den Dachbau mit dem Leben gleichsetzen. Auch der Dachbau ist eine Metapher für das Leben. Nicht nur der Kellerbau, sondern tatsächlich auch der Dachbau. Denn auch für das Dach braucht man ein stabiles Fundament. Genauso ist es auch im Leben. Auch im Leben braucht man ein Fundament, auf dem man dann seine eigene Existenz aufbaut. Und so baut man Stein für Stein. Und ich übersteuere gerade, das soll ja eigentlich nicht sein. Ja gut, dann wird das halt so aussehen, kann man ja eigentlich schon machen, aber ich glaube, ich mache dann nochmal so Glasscheiben rein oben. So, das würde ich auch mal machen. Dann brauche ich nochmal hier Steinziegel. Weil ich wollte das ja hier noch weiter bauen. Wo sind denn hier los Steinziegel los? Ich glaube, da in der Cobblestone-Kiste waren sie drin. So, erstmal hier lecker Steak gegessen. Das machen wir auch mal eben hier. Wo sind hier die Steinziegel? Lass mal eben schauen. Okay, die waren hier drin. So, die Leiter schmeiß ich mal eben weg. Also das Inventarmanagement, das muss ich wirklich nochmal ein bisschen optimieren. So, die Ziegel kommen erstmal hier rein. Eichendetzlinge, Fichtendetzlinge und Zuckerrohr. Das kommt hier erstmal alles rein. Das wird erstmal hier alles abgelegt. Tonklumpen kann ich ja mal hier einschmelzen. So, Pfeile brauche ich ja gerade auch nicht. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann kann sich auch keiner beschweren wegen dem Inventar. So, dann hatte ich noch so ein bisschen was vor. Holz bräuchte ich eigentlich mal wieder. Weil ich glaube, dann würde ich auch hier noch ein bisschen nach außen gehen. Dann muss das Fenster hier leider weggerissen werden.
Nö, also ist natürlich schade, weil wir haben es so mit Liebe gebaut, aber das muss leider mal sein.